Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch zwei Weihnachtsfeier-Looks zeigen mit zwei Drogeriepaletten als Topper sozusagen. Ich denke, dass wir schon einen Look hinkriegen würden. Ich guck mal, dass ich die nur benutze. Gerade aktuell trage ich noch einen Under Eye Primer von Becker unter meinen Augen, damit so ein bisschen einziehen kann. Und ich trage mir jetzt einen Primer auf. Die erste Palette, die ich euch vorstellen möchte, ist einfach diese hier. Das ist von Makeup Revolution Pro. Das findet man in den Theken von Rossmann, die Revolution Pro Produkte zur Verfügung stellen. Ja. Das ist unsere erste Begegnung, sag ich mal. Ich habe davor keinen. Ich mach mal kurz die Tür von der Waschmaschine zu. Ich möchte euch nichts beibringen. Ich möchte euch eine Inspiration sein, wo ihr denkt, ah ja, cool, das ist eine tolle Kombi. Oh, die würde ich gerne auch mal probieren. Also mir geht's nicht um, ich möchte euch belehren, weil ich habe selber nicht gelernt. Aber ich habe es halt mir eingeeignet, sag ich mal. Ich möchte um Gottes Willen niemandem was sagen, mach das so oder so. Na, das ist für mich einfach, wie ich das für mich mache seit Jahren. Ich lerne selber immer wieder was dazu. Ja, genau. Ich trage mir einen Essence Primer gerade auf meine Lider auf. Ich habe immer gerne einen, der meine Adern so ein bisschen abdeckt. Der deckt ganz gut ab, finde ich. Von daher passt das. Und den trage ich mir erstmal mit dem Pinsel auf und dann verblende ich ihn aber immer mit meinen Fingern. Ich finde, das gibt immer noch ein gutes, ja, das festigt so ein bisschen das Teilchen. Ja, ich versuche jetzt mal nichts anderes außer diese Palette zu benutzen. Ich meine, jeder hat mal mindestens zwei Paletten in der Hand. Zur Hand meine ich. Und wir werden jetzt einfach nur mit dieser Palette arbeiten. Hier gibt es so fantastische. Mir persönlich ging es nie um die ganze Palette. Mir persönlich ging es um diese vier Farben. Ich finde, die haben eine Besonderheit. Vielleicht könnt ihr das auch gerade sehen bei dem hier. Der ist violettes Grün. Der ist einfach gigantisch. Alleine für diesen einen Lidschatten lohnt sich 12,99 € auszugeben. Ohne Scheiß. So. Dann bleiben wir einfach da, wo wir sind. Ich persönlich hätte nie mein Lid. Seltenst bei Natasha Denona, die ein bisschen so cremige Textur von den matten Lidschatten hat, muss ich. Aber hier fange ich direkt an mit diesem fantastischen Übergangston, der so ein bisschen aschig wirkt. Der auch tatsächlich aschig ist. Und fange so ein bisschen meine Lidfalte einzuarbeiten. Nur so ganz, ganz, mit ganz, ganz leichter Hand, damit wir einfach so einen Übergang schaffen. Ich meine, ich möchte nur eine Inspiration sein. Ihr macht es einfach wahnsinnig Spaß. Euch gefallen ja auch die Looks, die ich mache. Manchmal klappt es, manchmal klappt es ja nicht. Ich war heute schon geschminkt. Ich habe heute vor, noch eben, wie gesagt, mit dieser Palette einen Look zu schminken. Oder auch zwei. Mal gucken, wie ich das schaffe. Es soll auf jeden Fall festlich werden. Festtagslook, Geburtstag, Weihnachten. Ich meine, das kann man ja immer selbst entscheiden. So. Ich selber gerne habe hier nicht den größten Abstand. Meine Augenbrauen sind auch nicht immer gleich. Ich habe es jetzt versucht, irgendwie hinzubekommen. Mag das nicht so, wenn das hier noch so arg dunkel ist. Ich versuche immer hier hinten etwas dunkler zu werden und hier so ein bisschen Abstand zu lassen. Gefällt mir persönlich einfach von, ich finde, das drückt dann noch so das Auge runter. Also eher hier so. Und ganz, ganz tolle Übergangston. Wir werden nochmal eine Nummer dunkler. Ja, da packe ich mir jetzt mal einen anderen Pinsel zur Hand. Ein etwas, ja, wie nennt man das? Ich nehme jetzt die Morphe, das ist so ein kleiner, fluffiger Pinsel, der so ein bisschen spitz gebunden ist. Morphe M139. Und hier in den matten Braunton. Sie sind matt, aber sie haben so ein Semi-Finish, muss ich sagen. Dass es eher so ein bisschen Semi-Finish ist. Ich habe nichts derzeitig auf meinem Gesicht, bis auf den Becker Under Eye Primer. So ein bisschen im Innenwinkel, das vergesse ich nämlich gerne, wenn ich mein Make-up schminke. So ein bisschen dunkler. Ja, irgendwie bröselt das gerade mit dem Pinsel.
Fällt mir gerade nicht, weil hier alles landet. Ja, ich muss mal gut abklopfen. Die sind ein bisschen, die Matten sind so ein bisschen pudrig, aber von der Textur, also wenn man mit dem Finger reingeht, ganz, ganz samtig. Meine Güte, sind die samtig. Ich habe sie geliebt. Ich liebe sie immer noch. Das sind so die einzigen Drogerien mit ein paar sleek alten Paletten, die ich behalten habe. Ich habe fast nichts mehr aus der Drogerie. Ist halt einfach so. Ich bin einfach umgestiegen auf High-End. Ich sage nicht, dass Drogerie scheiße ist, aber mir gefällt es einfach mit High-End besser zu arbeiten. Und immer wenn man so ein bisschen zu arg ja, hochgegangen ist, kann man so ein bisschen seinen Finger natürlich benutzen und auch es ein bisschen abmachen. Ne? Also wenn es ein bisschen sich selber too much ist. Ja, Formen kann man immer noch erschaffen. Ich bin sehr rot, weil ich mich gerade nochmal abgeschminkt habe. Den Pinsel, ich weiß nicht, ob da für diese Palette geeignet ist. Ich vermute mal nein. So, dann würde ich sagen, gehen wir so ein bisschen festlich. Gold kann man benutzen. Man kann ja jede Farbe, die ein bisschen Glitzer beinhaltet, Ich habe hier auch benutzen. eine Eyebase. Von Essence, die können wir auch benutzen. Die ist auch für sowas gut gedacht. Ich trage mal so ein bisschen auf meinem Auge auf. Das kann ruhig auf dem kompletten beweglichen Lid und ein bisschen darüber hinaus sein. So, nur dass das hinterste Teil ein bisschen, wie soll ich euch sagen, so ein bisschen dunkler vielleicht ist. Und dann gehe ich hier rein mit meinem Finger. Das könnt ihr gerne auch mit dem Pinsel machen. Trage mir das hier so auf. Und ob ihr eine Base auftragt oder keine Base, das ist euch überlassen. Ich finde, die Lidschatten arbeiten am besten feucht miteinander. Also so als Lidstrich und ihr seid festlich. Ihr seid festlich. Mehr braucht man echt nicht. Ich brauche auf jeden Fall ein Tuch. So, das hätten wir schon. Das Ganze trage ich auf der anderen Seite mit dem Pinsel auf. Da benutze ich mal den hier. Den möchte ich unbedingt mal ausprobieren. Von Morphe auch ein neuer. Das ist die M124. Das ist so ein kleiner Lidschattenpinsel. Synthetisches Haar bin ich der Meinung. Aber sehr gut, um Lidschatten aufzutragen. Ich zeige euch das mal ohne Base. Es ist halt leicht, ne? Erkennt ihr das? Es ist halt nicht so stark. Ich trage das auf, indem ich Rosenwasser drauf sprühe auf meinen Pinsel und gehe dann nochmal in die Palette rein und trage das dann auf. Ja, es bröckelt schon. Ich merke, dass es fällt runter. Es ist nicht so dramatisch, wenn man sein Gesicht noch nicht geschminkt hat. Also mit dem Finger, ich würde sagen, es ist so ein bisschen. Naja, eigentlich sieht man nicht wirklich einen Unterschied. Ob mit dem Finger oder nicht, könnt ihr einen Unterschied erkennen. Also ich sehe derzeitig keinen. Es kommt immer darauf an, wie der Lichtfall ist. Ich werde denselben Pinsel mal kurz sauber machen. Und ich überlege, welchen ich auftragen möchte. Welcher besser zu dem Lidschatten passt. Ich trage mir den weißen Schimmerton auf. Bei der ist ein bisschen so ein Topper. Ja, hier. Und den trage ich mal so ein bisschen in den Innenwinkel auf. Ja, das war schon fast. Dann einen matten braunen Ton. Ich mache gerade meine Pinsel sauber, die sind noch von heute Morgen beschädigt. Einen matten braunen Ton, am besten mit einem flach gebundenen Ein Pinsel. Pencil Brush nehme ich mal zur Hand und trage mir diesen matten braunen Ton einfach unten auf.
Ja. Dadurch, dass das schon duochrom ist, wirkt das schon so festlich an sich. Ich trage es auch im Alltag. Und diese Glitzerpartikel, die können wir gerne überall hier so in den Innenwinkel packen. Der hat auch so ein bläuliches Ding. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Ja. Unter der Augenbrauen würde ich gar nicht persönlich highlighten. Es wäre das hier, was unser Highlight ist. Ich würde sagen, ich mache mir mal das Gesicht frisch und dann zeige ich euch mal den fertigen Look mit einem Lidstrich, würde ich ziehen. Vielleicht sogar in Grün. So, ich habe hier von Avon, ich weiß aber von Essence gibt es auch so einen grünen, Metallic grünen Stift. 16 oder 18 Stunden halt. Und den würde ich. So. Mir einfach so ziehen oder auch in Braun. Das Ganze können wir auch unten machen. Auf der Wasserlinie hält er nicht. Aber die meisten packen sich auch nichts auf die Wasserlinie, wie ich es verstanden habe. Ich habe es gerne dunkel auf der Wasserlinie. Ich muss echt sagen, ich habe es gerne dunkel. Da könnt ihr noch die fantastischen Farben sehen. Na, das ist das Blau, was wir im Winkel haben. Und da ist es dieses Braungrün. Und ich finde, das macht. Und Kajal finde ich lang persönlich nicht so anstrengend wie ein Liquid Liner. Das kann man doch so gerne so ein bisschen mit demselben Pinsel versmatschen. Aber wirklich nur, wo man einfach zu dick geworden vielleicht ist mit dem Lidstrich. Und dann tusche ich mir die Wimpern, mache mein Gesicht fertig und dann gucken wir mal, wie es am Schluss jetzt So, ihr Lieben, aussieht. ich bin jetzt fertig geworden. Das ist Look Nummer 1. Ich finde ihn gut. Ich habe jetzt keinen Rouge oder sonst was drauf. Das muss man noch schnell machen, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Ich habe gerade mit dem Kindergarten telefoniert. Ich darf jetzt meinen Sohn abholen. Der rastet da irgendwie komplett aus. Er ist 4. Ja, das wäre der Look Nummer 1 mit der Make-up Revolution Pro Palette, den man auch gut für die Festtage benutzen kann. Und ja, so sieht die Palette aus. Die heißt Night and Day und ich finde, das trifft es ganz gut. Man kann sie tagsüber gut tragen, man kann sie aber auch gut abends tragen, je nachdem, wie gewagt man rumlaufen möchte. Und ich finde den Akzent mit dem grünen Lidstrich gar nicht so verkehrt. Vor allen Dingen, wenn ihr könnt das ja variieren. Ich könnte ja sagen, nee, im Grün ist mir zu bunt, ich benutze Braun oder Schwarz oder auch Blau. Na, ihr könnt ja das so machen, wie ihr es gerne hättet. Ich habe mir noch einen Urban Decay Lippenstift aufgetragen in der Farbnuance. Violet. Ja, genau. Das war's. Ich verabschiede mich von euch und der Look Nummer 2 kommt jetzt auch dann.